Ilka Menjek, der 8. Folge. Heute dreht sich alles ums Thema Automobil, wie immer. 7 aus 28 Kandidaten haben in den letzten 7 Shows bereits ihren Platz fürs Halbfinale sichern können. Einen Platz haben wir noch zu vergeben und das ist richtig cool, denn heute haben wir 4 Frauen. Das sind sie, unsere ersten 4 Kandidatinnen. Hallo, ich bin die Nicole. Ich arbeite bei den Gelben Engeln und mein Spezialgebiet ist alles rund ums Thema Ford. Das ist meine Milka Kuga, wie man unschwer an der Farbe erkennen kann. Die Front ist natürlich verändert, das Heck natürlich auch, wie die Reifen und die Felgen natürlich. Diverse Schnickschnack im Innenraum, so ein bisschen Spielereien mit Monitor, ein bisschen mit Anlage und ja, der Kofferraum hält auch eine Überraschung bereit. Natürlich belächeln das viele Männer und denken, ja, wie Blondchen hier mit dem Tussi-Auto. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich stehe dazu, ich bin so. Was da, was andere reden, interessiert mich nicht. Ich bin unschlagbar im Thema Ford, weil durch das Wissen, was ich mir jetzt so in 10 Jahren angeeignet hat, ist doch einiges zusammengekommen. Ich profiliere mich in der Show durch mein Selbstbewusstsein und durch mein Wissen. Und so kann ich es der Männerwelt zeigen, dass auch Frauen drauf haben. Kathi, nur Frauenpower hält auf Dauer. Und darum bin ich der Carmenik. Hallo, ich bin die Moni, ich bin 42 Jahre alt, komme aus Neuwied am Rhein und mein Spezialgebiet ist das VW und Audi-Tuning. Zur Leidenschaft Auto kam es wohl durch meinen Vater. Vermute ich mal, ich habe schon früher in der Kindheit eher nach Autos geschaut als nach Puppen. In der Nachbarschaft gab es halt nur Jungs und die interessierten sich dann eher für Catcars und Fahrräder und Spielzeugautos und mit Puppen wäre ich da eh nicht angekommen, aber es hat mich eh interessiert. Ich denke mal, vor Jahren war das noch schwierig, Frauen beim Tuning überhaupt. Teilweise gibt es schon damenspezifische Fahrzeuge, die dann à la Hello Kitty aussehen oder ja, halt pink sind oder rosa oder wie auch immer, aber im Großen und Ganzen stehen die Frauen auch mit dem Fahrzeug dann den Herren nichts nach. Ich würde sagen, ich bin ziemlich ehrgeizig und wenn ich irgendwas schaffen will, dann schaffe ich das auch. Kathi, ich jage ins Finale wie die Feuerwehr und werde mir den Carmenik-Titel holen. Wir möchten bitte einchecken. Ich bin Daniela. Und ich bin Sandra. Ja, wir haben uns riesig gefreut, dass wir beide gleichzeitig genommen worden sind. Und wir werden es heute mal den Männern so richtig beweisen, wo der Frosch die Locken hat. Ja, bei uns ist es so, dass wir halt viele Magazine lesen und da die Erfahrung dann auch haben und uns da eigentlich ziemlich viel informieren. Ja, also wir haben auch sehr viele Freunde in dem Bereich, die eben Werkstätten haben, im Kfz-Bereich tätig sind. Ich bin selbst auch nebenbei noch in einer Tuning-Firma angestellt und ja, so kommt eins zum anderen. Also ich würde dann schon auf jeden Fall sagen, Tuning ist so unser beider Spezialgebiet. Ja, ich glaube auch, also wir informieren uns eigentlich größtenteils darüber und tunen ja auch unsere Autos selber. Von daher. Ja, es ist unsere Stärke. Also ich denke, dass ich in der Show eher die Schnelligkeit durchsetzen kann, durch das, dass man ja auch die Knöpfe drücken muss. Und ja, aber ich finde auch auf jeden Fall, dass eine Menge Fachwissen und Bedachtheit dazu gehört. Ich denke, dass die Fragen ziemlich knifflig gestellt werden und wenn man dann einfach so schnell drauf lostippt, könnte einem das auch... Ja, aber so hat man wenigstens die Chance, dass man drankommt, weil so hast du wahrscheinlich nicht mal die Chance, dass du überhaupt eine Antwort geben kannst. Ja. Kathi, gemeinsam sind wir stark und deswegen werde ich der Carmaniac. Wie du? Das werde ich? Ja, nee. Ja. Ich? Nein, glaube ich nicht. Richtig.
richtig cool. Das gab's noch nie. 4 Frauen heute hier. Es wird auch mal Zeit. Ich finde, Karl Maniac muss nicht immer eine Männerdomäne sein. Wir hatten übrigens in Show 5 tatsächlich eine Frau, die auch gewonnen hat. Hier sitzt sie, Corinna Gräf. Darf man ruhig applaudieren, denn die ist jedem Jungen hier übers Dach gebrannt. Ha? Wir fangen mit dir an, Nicole. Du hast einen milkafarbenen Ford Kuga. Und ja. dein Motto ist nur Frauenpower hält auf Dauer. Richtig. Richtig? Ja. Wen hast du denn heute dabei für Runde 3? Weil du darfst ja einmal deinen Joker in Runde 3 befragen. Wer unterstützt dich denn? Das ist der Sven, ein langjähriger guter Freund von mir. Und ich hoffe, er ist mir heute eine Hilfe. Sven, grüße dich. In welchem Bereich wirst du denn Nicole unterstützen können? Allgemein in allen, denke ich mal. Und mental. Ja, auf jeden Fall. Prima. Moni, du bist hier im roten VW Käfer angedonnert und sagst, du rast ins Finale wie die Feuerwehr. Richtig, der VW Käfer ist allerdings von meinem Joker, von meinem langjährigen Freund Helmut. Und weil ich eine weitere Anreise hatte und mit meinem eigenen Fahrzeug nicht da bin. Okay, Helmut, sind wir schon beim Thema, du unterstützt deine Freundin in welchem Bereich? Also ich kann dir helfen bei Fragen zum Thema VW, alte VWs vor allem. Und Technik und Tuning. Cool. Na, dann bin ich mal gespannt, ob die Freundschaft nach der Show noch hält. Sandra und Daniela, ihr seid auch befreundet. Ihr seid in einem ziemlich abgerockten Ford Fiesta hier angekommen, aber ihr hattet eine gute Zeit. Ja, doch. Das ist aber blöd. Ihr habt euch gemeinsam beworben und spielt jetzt gegeneinander. Ja. Die Bessere wird siegen. Genau. Oh Gott. Ich ziehe mich warm an. Wer unterstützt euch? Bei mir ist eine Freundin dabei, die Efi. Grüß dich, Efi. Wie wirst du denn Sandra unterstützen? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, am ehesten seelisch und moralisch. Na wunderbar. Hauptsache, sie sitzt da. Auf jeden Fall optisch ein genau. Schmaus. Daniela, wer unterstützt dich? Ich habe meine sehr gute Freundin, die Sarah, dabei. Die interessiert sich auch für schnelle Autos und die unterstützt mich heute hier. Sarah, hast du ein Spezialthema? Nee. US-Cars oder? Eigentlich alles. Eigentlich alles. Na wunderbar, dann würde ich doch sagen, geben wir Gas und zwar mit der ersten Runde. Ich erkläre euch ganz kurz die Spielregeln. Wir haben 4 Fragen für euch vorbereitet, total easy. 250 Punkte sind diese wert. Ihr habt 4 Knöpfe an eurem Lenkrad, A, B, C oder D. Dort könnt ihr euren Tipp einloggen. Dafür habt ihr 10 Sekunden Zeit. Wollen wir loslegen oder gibt es noch eine Frage vorweg? Fangen wir an. Und zwar, bei diesem kleinen Flitzer aus dem Hause Citroën mit dem süßen Kosenamen Ente handelt es sich um welches Modell? A, das ist die 2CV, B, das ist der 3CK, C, das ist der 4CB oder D, der 5DB. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, euren Tipp abzugeben. Das war easy. Alle liegen richtig. Es ist natürlich A, die 2CV. Und jeder hat 250 Punkte mal soeben kassiert. Ja, und wenn ihr die letzten Sendungen verfolgt habt, dann wisst ihr, dass die stärksten 4 aus 32 im Finale um den Titel des Car Maniac antreten werden. Ob weiblich oder männlich, sei noch dahingestellt. Und vorab fliegen wir für eine Woche in die USA. Und was euch da erwartet, das verrät euch Markus Fuchs. Hi Car Maniacs, ich bin Markus Fuchs, der einzige Europäer in der amerikanischen NASCAR Series. Und 4 von euch können mit mir mitkommen auf den Charlotte Motor Speedway. Und für alle, die keine Ahnung haben, was NASCAR überhaupt ist, ich sage nur 870 PS, den Rest seht ihr beim Film. Faszination NASCAR. Spoiler an Spoiler jagen bis zu 43 waghalsige Piloten mit V8 Sound über den Speedway. Geschwindigkeiten weit über 300 km/h verlangen den Fahrern alles ab. NASCAR zählt zu den gefährlichsten, aber auch beliebtesten Rennsportarten der Welt. Die Tribüne am Circle in North Carolina zählt 160.000 Zuschauer. Wir haben für euch 4 Plätze reserviert. Erlebt mit Markus Fuchs Behind the Scenes diesen Motorsport hautnah. Mehr Leistung zum Selbsteinbau. Diese Reise wird Ihnen präsentiert von racechippower.de. Na, ist das was? Diese Woche werdet ihr nicht vergessen. Wir fliegen vorher schön nach Florida und genießen da die Sonne Miamis. Und dann fahren wir mit dem Auto durch die Staaten und zwar nach North Carolina. Und ich sag euch, das wird fett. Motivation genug? Der Mann ist auch noch Single. Vielleicht ist das noch meine Motivation. Wir geben weiter Gas. Frage Nummer 2, 250 Punkte können euch gehören. Ich möchte von euch wissen, in dem US-Kinofilm Dukes of Hazzard spielt ein 69er Dodge Charger unter welchem Namen die Hauptrolle? A. Als Sitting Bull, B. Als Abraham Lincoln, C.
als General Lee oder D als Jefferson Davis? Ihr habt 10 Sekunden Zeit. Nur 2 liegen richtig und das ist Daniela und Nicole. Es ist der General Lee. Ja. Benannt nach dem erfolgreichen General im Bürgerkrieg, er war auf Seiten der Südstaaten. Eine Frage für 250 Punkten und zwar, ich möchte von euch wissen, Technik, die begeistert, war 1990 der Werbeslogan welches Automobilherstellers? War das A, Mercedes? War das B, Audi? War das C, Porsche? Oder war das D, Opel? Technik, die begeistert. Moni hat sich zu lange Zeit gelassen. Ja. Das tut mir leid, somit können wir deine Antwort nicht mehr gelten lassen. Aber alle anderen 3 Damen liegen richtig, es ist D, Opel. Okay. Du hättest es gewusst, Moni? Ich habe jetzt auch D, aber ist kein Thema. Ah, das ist doch die Aufregung, ne? 10 Sekunden können dann doch nicht mehr rum sein. Ja, da guckt man auf einmal hin und her. Die letzte Frage für 250 Punkte. Ich möchte wissen, mit welchem Auto fuhr dann Michael J. Fox als Marty McFly 1985 in Zurück in die Zukunft? War das A, ein Vector? War das B, ein DeLorean? War das C, ein Monteverdi? Oder D, ein Mitsubishi? 10 Sekunden. Moni, 4 Sekunden noch, ja. Alle liegen Gold richtig, es war natürlich der DeLorean und so sieht er aus. Klasse! Wir werfen einen Blick auf den Punktestand. Platz 3 belegt Moni mit 500 Punkten, Platz 2 Sandra mit 750 Punkten und Platz 1, den teilen sich Nicole und Daniela mit 1000 Punkten. Gratulation! Wir geben wieder Gas. Und wenn ihr die letzten Shows verfolgt habt, dann wisst ihr, dass hinter diesem Tor wieder jemand wartet mit einem Boliden. Diesmal ist es wieder Click for Speed mit einem Fahrzeug. Und ich möchte von euch wissen, welchen Wagen haben wir denn eben gehört? Wir lassen den Sound gleich nochmal laufen. Spielfunktion, vergesst die Knöpfe an einem Lenkrad, jetzt wird geschaltet. Die Dame, die zuerst schaltet, darf mir ihren Tipp nennen, aber allerdings nur eine von euch. Hier geht es wirklich um Schnelligkeit. Wir werfen das gute Stück nochmal an. Herr Müller, geben Sie nochmal Gas bitte. Welches Auto hören wir? Ist es A, der Golf R32? Ist es B, der Focus RS? Ist es C, der Mini Cooper S? Oder ist es D, der Subaru Impreza? Nicole, du hast als erstes geschaltet. Ich würde sagen, der Subaru. Der Subaru Impreza? Mhm. Wir gucken mal, ob du richtig liegst. Das war auch gemein, weil in den letzten 7 Shows hatten wir immer so Mörderbolide und ich dachte mir bei der Mädchenrunde, ja, da müssen wir ein bisschen mit dem Klischee kokettieren, oder? Korrekt, genau. Mini Cooper S, Cabrio, in einer wunderschönen Farbe, Sonderlackierung. Das wäre dein Preis gewesen, aber nicht nur das, sondern auch noch ein ganz toller Gutschein. Ja, ein Gutschein im Alpenhotel in Murnau, samt Wellnessaufenthalt. Schade. Ja. Schau dir an, was du verpasst hast. Wir wollen das Auto nicht rumstehen haben, darum werden wir jetzt im Publikum mal schauen, ob wir einen Interessenten finden. Genau, sofern das Publikum das möchte. Ja, dann Licht aus, Spot an und viel Glück.
Oh Gott! Oh, wie gemein! Hallo. Wer bist du? Ich bin der Florian Kett. Wer bist du? Ich bin 18 Jahre alt. Florian, möchtest du den pinken Mini Cooper im Vollbewusstsein deiner geistigen Kräfte fahren? Florian, ja? Ich sehe dich wirklich in dem Auto. Du bist ja relativ groß, gell? Ja, eigentlich schon. Ja, das klappt. Das klappt. Reinkriegen wir dich schon. Ja? Vielleicht schauen wir, dass wir eine andere Farbe für dich hinbekommen. Nein, okay. Der bleibt pink. Muss pink bleiben. Vielen Dank, Herr Müller. Sehr gerne. Gratulation, das ist dein Preis. Der muss natürlich pink bleiben. Das ist übrigens die Trendfarbe, auch für Männer. Sei nicht traurig, Nicole, Punkte gab es nicht. Das war nur ein extra Goodie von Click for Speed. Aber jetzt geht es wirklich um Punkte. Denn nur die zwei Damen mit dem höchsten Punktestand in dieser Runde 3, die kommen weiter in Runde 4. Zwei muss ich dann leider nach Hause schicken. Aber jetzt fangen wir erstmal ganz easy an. Spielfunktion ist klar, wir bleiben beim Schalten. Hier geht es darum, ich habe wieder eine Frage oder einen Clip für euch. Die ersten 5 Fragen oder Clips haben einen Wert von 500 Punkten, die letzten 5 von 1000 Punkten. Und ich rate euch, nutzt euren Backup, nutzt euer Ersatzrad sozusagen. Holen wir mal die Buzzer und der Schaltwippen ausprobieren. Ihr kommt damit klar. Funktioniert. Nicole wäre in dem Fall die Erste gewesen, könnte mir ihren Tipp nennen. Wäre sie falsch, hätten die anderen 3 dann gleich die Chance, sich die Frage zu sichern. Ne? Dann wäre Moni jetzt dran. Aber ich habe noch gar keine Frage gestellt. Okay, wir beginnen mit der ersten Frage. Wir schalten rüber ins Porsche-Museum zu Dieter Landenberger. Seit ich denken kann, bin ich begeistert von Porsche. Die Synthese aus den Markenwerten Design, Performance und Zuverlässigkeit ist einzigartig in der automobilen Welt und ganz besonders natürlich die Geschichte von Porsche. Ich bin studierter Technikhistoriker und arbeite bei Porsche seit inzwischen 4,5 Jahren. Ich bin hier für das historische Archiv verantwortlich, bin also der Haushistoriker von Porsche. Liebe Carmaniacs, meine Frage: Wie sollte der Porsche 911 ursprünglich heißen? Ja, wie sollte der Porsche 911 ursprünglich heißen? War es A 999? War es B 901? War es C 001? Oder D 119? Wer weiß das? Nicole. Ich würde gern meinen Joker fragen. Jetzt schon? Ja. Bei der ersten Frage? Ja. Okay. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht B ist. Nur das Problem war, dass Peugeot die 01 komplett für sich reserviert hat und dadurch musste Porsche ihn 911 nennen. Lässt du das gelten? Das wäre mein Tipp auch gewesen. Das wäre dein Tipp gewesen? Ich nehme B. Mit einer grandiosen Erklärung, das ist richtig. Wow, aber wir lassen noch mal ganz kurz Dieter Landenberger zu Wort kommen. Der erste Porsche 911 wurde 1963 auf der Frankfurter IAA vorgestellt. Damals hieß er jedoch noch nicht 911, sondern 901. Dies musste Porsche ein Jahr später umändern, weil sich Peugeot gemeldet hatte und mitteilte, dass alle dreistelligen Ziffernfolgen mit einer Null in der Mitte bereits gesichert sind. Unglaublich. Hat ein Bier verdient. Dein Joker. Wir machen weiter mit der zweiten Frage in einem Wert von 500 Punkten. Und zwar, ich möchte von euch wissen, der Name Audi ist aus dem Lateinischen die übersetzte Bezeichnung für den Nachnamen des Gründers August Sie, August Horch, August Fühl oder August Schmeck. Nicole. B. Horch. B. Horch? Mhm, ganz sicher. Horch her, 500 Punkte gehen auf dein Konto. Respekt. Audi, hören. Eieiei. Gas geben, Mädels, Gas geben. Dritte Frage. Und zwar, wir schalten rüber, ja, zu den Recaro Days auf dem Nürburgring. 1987 wurde erstmals die längste Golfschlange der Welt gebildet. 5 Kilometer VW Golf am Stück. Rund 22 Jahre nach dem sensationellen Weltrekord wurde im Rahmen der Recaro Days noch einmal versucht, Geschichte zu schreiben. Und wir hatten eine geile Zeit, denn...
man hatte versucht, Geschichte zu schreiben. Leider haben sie vergessen, jemanden einzustellen, der die Fahrzeuge auch zählt. Aber ich möchte von euch wissen, wie lang ist denn überhaupt die Nordschleife? Sind das A, 15,4 Kilometer? Sind das B, 20,8 Kilometer? Sind das C, 30,6 Kilometer? Oder D, 35,6 Kilometer? Moni! B, 20,8. 20,8. Das ist natürlich richtig. 500 Punkte. Gratulation. Na, das läuft doch wie am Schnürchen. Vierte Frage. Und zwar, bei diesem zweisitzigen Coupé aus dem Jahre 71 handelt es sich um einen Datsun 240Z. Ich möchte von euch wissen, unter welchem Namen wurde der Datsun in den USA verkauft und auch berühmt? War das A als Fair Lady? War das B als Abigail? War das C als The Black Lady oder D als Duchess? Sandra. So, ich würde jetzt meinen Joker einsetzen. Okay. Hast du eine Vermutung? Nicht wirklich. Also ich muss raten und ich würde wahrscheinlich zwischen A und B entscheiden. Wahrscheinlich eher B. B? Einfach Gefühl, keine Ahnung. Das ist dein Gefühl? Ja. Traust du ihrem Gefühl? Ja, doch, ich traue ihrem Gefühl heute mal. Wir versuchen es. Also ja, lasse ich B gelten? Ja. Das ist leider falsch. Nicole. Ich meine, es ist A. Du glaubst, es ist A, die Fair Lady? Ich glaube es, ja. Das ist richtig. 500 Punkte. Ja. Datsun ist übrigens Vorgängermodell des Nissans und der 350Z Nissan wird übrigens heute noch als Fair Lady bezeichnet. Nun ja, meine Lieben, wir werfen mal kurz einen Blick auf den Punktestand. Platz 3 muss Gas geben, 750 Punkte hat Sandra. Platz 2 teilen sich Daniela und Moni mit 1000 Punkten und auf Platz 1 mit 2500 Punkten liegt Nicole. Respekt! Wir geben gleich wieder richtig Gas, aber nach einer kurzen Unterbrechung. Ich habe nämlich Hunger und wir machen kurz Pause. Pizza! Dankeschön! Willkommen zurück zu The Carmaniac und wir sind jetzt schon in Runde 3. Ich habe nur einen kleinen Fehler gemacht vor lauter Hunger, aber ich wusste, meine Pizza kommt gleich. Habe ich noch eine Frage im Wert von 500 Punkten vergessen? Und zwar, die kommt jetzt. Ihr kennt alle den Film Too Fast, Too Furious. Ich möchte wissen, die Schauspielerin Devon Aoki fährt als Suki in dem Film Too Fast, Too Furious. Welchen Wagen? Ist das A, ein Mitsubishi Eclipse? Ist das B, ein Toyota MR2? Ist das C, ein Honda S2000 oder D, den Nissan 350Z? Und zwar in Pink. Daniela. Ich bin mir nicht sicher, aber ich tippe auf Honda. Honda S2000 in Pink? Pink. Guck war's mal, auf ob du Fall. Richtig liegst. Na klar, 500 Punkte gehen auf dein Konto. Es war der pinke S2000 von Honda. So, ich habe keine Pizza mehr im Gesicht, aber macht nichts. Wir machen weiter. Und zwar, jetzt geht es um 1000 Punkte. Die letzten 5 Fragen habe ich für euch vorbereitet. Und nutzt euren Joker, den Tipp gebe ich euch. Denn jetzt kommen wir zu Pogea Racing. Eduard Pogea hat folgende Frage für euch vorbereitet. Hallo Carmaniacs, ich bin Eduard Pogea von Pogea Racing am Bodensee. Seit über 10 Jahren mache ich Tuning. Alles, was mit Tuning zu tun hat, von A bis Z.
Und aus diesem Grund habe ich mir ein paar knifflige Fragen für euch ausgedacht und ich hoffe, dass ihr euch daran die Zähne ausbeißen werdet. Die nächste Frage heute: Wie unterscheidet man Kohlefaser von Wassertransferdruck? Wie unterscheidet man Kohlefaser vom Wassertransferdruck? A. Es gibt gar keinen Unterschied. B. Die Oberfläche ist bei Kohlefaser gröber. C. An der Materialbeschichtung auf der Vorder- und Rückseite erkennt man das. Oder D. Kohlefaser ist immer dunkler als Wasserdrucktransfer. Nicole. Ich würde sagen B. Die Oberfläche ist bei Kohlefaser gröber. Das ist leider falsch. Daniela, das ist deine Chance. Tipp auf C. Du sagst C. Mhm. Eduard, hat sie recht? Die korrekte Antwort ist C. Reinkohlefaser sieht auf der Vorderseite genauso wie auf der Rückseite aus. Man sieht die Faserstruktur. Während Wassertransferdruck auf der Vorderseite bloß überzogen ist, genauso wie ein Kohlefaserlaminat. Das ist alles. Das ist alles. Und soeben hast du 1000 Punkte gewonnen. Wir bleiben bei diesem Thema, aber jetzt wird es richtig spannend. Bei wie viel Grad Celsius muss man denn Carbon Prepreg gelagert werden? Ist das A bei minus 18 Grad? Ist das B bei 0 bis 10 Grad? Ist es C bei 20 bis 35 Grad? Oder bei D generell über 40 Grad Celsius? Carbon Prepreg. Moni, weißt du, was Carbon Prepreg ist? Imprägnierte Fasern. Gut, wie beim Teppich geflochten. Ja, so, ja, so ungefähr. Also ich würde sagen A, minus 18 Grad. A, minus 18 Grad? Mal gucken, ob du richtig liegst. Yo, 1000 Punkte. Wir gehen auf dein Konto. Respekt. Respekt. Wir schalten rüber nach Frankfurt zur IAA. Die IAA zählt zu den wichtigsten Messen der Welt. Zur 62. internationalen Automobilausstellung verzeichnete die Messe trotz Wirtschaftskrise 700 Aussteller und knapp 1 Million Besucher. Seit 1897 gibt es die IAA. Allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg, 1951, wurde der Ort gewechselt und die Messe öffnete in Frankfurt am Main ihre Tore. Interessant. Ich möchte von euch wissen, in welcher Stadt fand denn die erste IAA 1897 statt? War das A in Paris? War das B in London? War das C in New York? Oder D in Berlin? Sandra, Joker hast du keinen mehr. Nein. Was meinst du? Ich tippe auf D. Du sagst Berlin? Mhm. Warum? Irgendeine Vermutung, Erklärung dazu? Nein, ich hätte es einfach so getippt. Einfach so getippt? Ja, doch. Gratulation. 1000 Punkte. Tatsächlich. 1897 war das Ganze im Hotel Bristol in Berlin und da waren gerade mal 8 Fahrzeuge. So fing das an. Jetzt zeige ich euch einen Supersportwagen der absoluten Megaklasse. Film ab. Und zwar, was ihr hier seht, stammt aus dem Hause Ford und erblickte am 6. Dezember 1994 das Licht der Welt. Und zwar auf der North American International Auto Show in Detroit. Mit einem 6 Liter V12 Motor ist er mit 720 PS eines der stärksten Motoren, die Ford bis dato gebaut hat. Von 0 auf 100 in 3,1 Sekunden. Leider hat es dieses Baby nie in Serie geschafft. Ich möchte von euch wissen, wie heißt denn dieser Prototyp von Ford? Ist das A, der Zodiac? Ist das B, der Galaxy Starliner? Ist das C, der GT90? Oder ist das D, der GT70? Sandra, was vermutest du? Oder weißt du? B hätte ich getippt. B, der Galaxy Starliner. Mhm. Der ist seit 61 in Serie. Es ist kein Prototyp, das ist falsch. Okay. Nicole. C, GT90. Der GT90? Erklärung dazu oder ist das deine weibliche Intuition? Keine Erklärung gerade.
Brauchst du auch nicht, ist richtig. Ja. Es ist der GT90. Juhu, Mann. Frauenpower. Wir werfen mal kurz einen Blick auf den Punktestand, denn ich habe noch eine Frage für euch und Daniela und Moni. Ihr solltet zocken und euren Joker befragen, denn diese Punkte entscheiden, wer von euch weiterkommt in Runde 4. Und das sind leider nur zwei. Oh Gott, ich hoffe, ich bringe hier keine Freundschaften auseinander. Wir werfen einen Blick auf den Punktestand. Wir haben Platz 4 belegt die Sandra mit 1750 Punkten. Platz 3 ist Moni mit 2000 Punkten. Platz 2 hat Daniela mit 2500. Und auf Platz 1 klar in Führung Nicole mit 3500 Punkten. Ja, bei euch dreien ist noch alles offen. Hier kommt die letzte Frage. Und zwar die Spielaufgabe ist, erkenne das Bild. Nach und nach baut sich am Beamer ein Bild auf und ich möchte von euch wissen, wenn ich euch ein paar Informationen dazu gebe, welchen Rennfahrer wir suchen. Los geht's. Den Rennfahrer, den wir hier suchen, kommt aus Finnland. Ab 1978 ging er in der Formel 1 als Pilot an den Start. Heutzutage ist er Manager des Team Rosberg bei der DTM. Wen suchen wir hier? Moni, du hast keine 4 Antwortoptionen, aber vielleicht die richtige Antwort. Bin nicht sicher. Keke Rosberg? Das ist richtig! 1000 Punkte! Soeben dazu verdient und so schnell kann das gehen. Wir haben 2 Finalistinnen. Ich muss mich verabschieden von Sandra und Daniela. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Seid nicht traurig, ihr seid natürlich alle 4 Mitglied im Kamenje Club. Ihr bekommt tolle Preise, ich habe ein paar Computerspiele für euch, ihr bekommt noch ein Liquimolle Care-Paket für euer Baby und ich sage Dankeschön fürs Mitspielen und herzlich willkommen in Runde 4, Moni und Nicole. I don't wanna live this way, I don't care what you might say. I don't wanna live this way, cause it's us anyway. I don't wanna live this way, I don't care what you might say. I don't wanna live this way, cause it's all said anyway. Wir sind jetzt mitten in Runde 4. Die Damen haben die Werbepause genutzt und fahren sich ein bisschen warm, denn die echten Kamenjek-Fans wissen, Runde 4, da heißt es wirklich Gas geben. Köpfchen haben sie beide bewiesen, aber jetzt heißt es wirklich Geschicklichkeit und Fahrkunst. Und seid ihr jetzt warm? Seid ihr fit? Wie fühlst du dich, Moni? Ja, eigentlich ganz gut. Von mir aus kann es losgehen. Du machst das sehr souverän. Wie ist es für dich, Nicole? Alles erste Mal, oder? Das erste Mal. Aber dafür machst du das klasse. Stefan, was meinst du als Profi? Dafür, dass wir heute jetzt zum ersten Mal 2 Damen auf der legendären Grand Prix-Strecke haben, also muss ich sagen, doch, aber das sieht trotzdem insgesamt sehr gut aus, was die hier fabrizieren. Ja? Vor allem, weißt du, was mir auffällt bei den Damen? Die sind da viel cooler und gelassener am Steuer. Mit einer Hand. Wir Kerle, wir reißen dann immer ganz gerne hektisch auch das Lenkrad rum und das bringt natürlich die Autos dann sofort in Rotation. Ne? Das stimmt. Ja, auf der Strecke, da wird ja sowieso auch alles Mögliche noch ausgetragen. Mit Trucks kannst du da umherkurven, mit Motorrädern, ja, Motorradrennen, alles Mögliche passiert. Ja? Aber Klaus hat jetzt, glaube ich, die letzten Instruktionen gegeben. Ja. Ihr müsst euch jetzt dann an den Start begeben. Jetzt geht es um die Wurst. Okay, einmal noch die Hände abwischen. Für unsere Zuschauer zur Info, Moni hat sich hier den gelben BMW geschnappt und Nicole ist im weißen unterwegs, nur zur Orientierung. So, und das war schon der Startschuss, ihr dürft jetzt gerne Gas geben. Los, auf geht's! Latscht das Gas durch, ja, die Ampel ist aus und das heißt für euch natürlich Startschuss, Gaspedal bis unten durchtreten und auf geht das ganze Spektakel hier. Und Moni gleich in den Vollen hier. Ja, da hat sie eben gerade kurz Nicole überholen wollen, aber irgendwie hat sie dann hier... Ah, was ist das? Auf gerader Strecke, kurz vor der ersten Kurve, kommt sie ins Rotieren und muss jetzt hier natürlich wieder zurück auf den Asphalt finden. Aber auch Nicole hat hier die erste Kurve mit einem kleinen Holperer genommen. Trotzdem kuschelt sie sich jetzt zärtlich durch diese erste Kurvenkombination. Sie kuschelt sich zärtlich? Finde ich schon, ja, definitiv. So, auch Moni hat es wieder zurück auf den Asphalt geschafft. Jetzt heißt es natürlich Anschluss finden, denn sie hat hier knappe 11 Sekunden Rückstand zu Nicole. Da muss man jetzt definitiv ein bisschen Power machen, sonst wird das nichts. Aber sie macht das gut, definitiv. Jetzt hat sie schon verkürzt auf 9, wieder 10 Sekunden.
das läuft alles viel zärtlicher ab, muss ich sagen, als wenn jetzt hier ein Typ am Steuer sitzen würde. Wenn ich das mal, ohne jetzt irgendwelche Klischees hervorzuheben. Sie machen das viel geschmeidiger. Sie sind halt ruhiger. Das ist der Punkt, so wollte ich sagen. Ja, aber nicht zärtlicher. So wollte ich das sagen. Ja, ruhig hat ja auch was mit Zärtlichkeit zu tun, natürlich. Alles andere natürlich auf dieser Strecke geht es eigentlich nie zärtlich zu. Da ist schon so viel passiert. Ja. Ich sage nur Niki Lauda in den 70ern. Es ist eine gefährliche Strecke, definitiv. Allerdings. Und da haben sie auch einiges gemacht. Viel Geld reingesteckt, das Ganze umgebaut. Also da ist wirklich viel passiert in den letzten Jahrzehnten auf dieser Strecke. So, da machen sich beide hier durch die Kurve und Moni ist hier immer noch auf der zweiten Position im gelben BMW. Also jetzt muss was passieren. Jawohl, auch ein bisschen anfeuern hier aus dem Publikum. Fantastisch. Denn es geht hier um alles oder nichts. 2500 Punkte. Genau. Einzug ins Halbfinale. Richtig. Noch macht Nicole das sehr souverän und Moni kommt schon wieder ins Rotieren hier. Scheiße. Das ist das Problem bei diesen Kisten. Also wenn man da einmal tatsächlich die Kontrolle verloren hat, dann kannst du gar nicht anders. Also komm am Heckantrieb. Moni steuert hier auf die Michael-Schumacher-Kurve übrigens vor. Das wurde ja 2007 da umbenannt von der Shell-S-Kurve in Michael-Schumacher-S. Wie du so schön sehen kannst, jetzt auch da rechts. Ja. Sie nimmt diese Kurve hier perfekt. Aber Nicole ist hier sehr souverän, definitiv. Sie hat einen Vorsprung von knappen 15 Sekunden zu Moni. Also das wird, glaube ich, jetzt hier eine ganz schwierige Hose. Es sei denn, Nicole baut hier noch derben Bockmist und macht eine kurze Picknickpause im Kiesbett. Aber kann ich mir nicht vorstellen, denn sie will das Ding ja auch nach Hause fahren, logischerweise. Also Moni, komm, jetzt aber nochmal letzte Chance wahrscheinlich schon hier. Tritt ein bisschen mehr aufs Gas, ruhig ein bisschen mehr riskieren jetzt auch. Jetzt kommt eine gerade Strecke, also da musst du absolut hier das Gaspedal bis nach unten durchziehen. Das war übrigens die schwierigste Schikane in dieser ganzen Strecke, die Nicole hier gerade genommen hat. Hat sie perfekt gemacht, also ruhig mit ein bisschen weniger Gas durch und hier das Ding wirklich sicher mitnehmen und somit das Ziel anpeilen. Denn das ist hier in Sichtweite. Das ist in Sichtweite. Ja. Nicole steuert aufs Ziel zu, latscht das Gas durch, während Moni noch die schwierigste Schikane nimmt. Nicole hat das Ding gewonnen. Genau, Gratulation für Nicole. Sie ist unsere zweite Frau im zweiten Halbfinale. Moni, sei nicht traurig, ich habe ja eben schon erwähnt. Wir nehmen dich in echt mit auf die Nordschleife. Okay. Und zwar Franz Stüppler wird dir das fürchten lernen. Super. Danke, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Gratulation, Nicole. Dankeschön. Das ist dein Applaus und vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal, denn dann geht es zum ersten Halbfinale. Und dann trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.